Was? Das werdet ihr auch direkt in einigen Tagen auf TSA Retro sehen, wenn der Epixer fertig hat. Geht schnell. Hier ist nicht schon, aber die hören ja auch nicht, dass es zuschaut. Das Feuer ist aus, oder? Hört sich ein bisschen nach irischen. Böte hat überlebt. Oder Frogger-Time. Frogger. Aber schon wahnsinnig, wie das darstellen kann, wie Gestein. Das sieht auch schon. Oh, hier ist Feuer, hier ist Feuer. Warte mal, warte mal. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Was... Ah, okay. Echt schöne Grafik, ey. Affisch. Ah, nein, bin ich verkackt. Epix hat verkackt. Estien has. Was? Has subscribed? Ich sehe gar keinen Alert. Hast du wirklich subscribed? Nein. Doch subscribed? Warum höre ich keinen Alert? Falls du subscribed hast, dann Dankeschön. Und ja. Vielen Dank. Genau. Du siehst mich ein wenig überrascht jetzt. Ich bin der Blaue. Ich gucke immer so überrascht. Nur mit Twitch. Ja, macht ja nichts. Danke dir. Oh, André, ich verkack gerade. Oh, ne, doch. Warte mal, warte mal. Schaffst das, du schaffst das. Oh, ich schaffst das. Ja, ich fang. Okay, ja. Bin jetzt irritiert. Komm mal, doch mal bei mir an. Ja, genau. Komm, machen wir es so. Halbieren wir die Chance. Lämm mich ja nicht an. Jump'n'Run-Spezialist hier. Auch nicht mehr so fit wie mal vor. Zwei Bier. Gerne doch. Danke dir. Oh. André dankt dir auch. Sag mal danke. Ja, danke. Hat er ja schon gesagt. Hört's nur noch mal. Das war doof, weil du hättest, oder? Nee. Ey, da hätte ich schon. Na, okay, du musst da ein bisschen mit Schwung rein jetzt. Sehr schön, sehr schön. Abdocken. Ah, zu Beginn der Sound gerade mal dann doch. Also so die Endgegner kommen ja jetzt geworden. So nicht mehr, ne? Also vorhin so. Guck mal da unten. Ordnungsmäßig hat das vorhin noch so zugelegt. Den Truthahn, den Fisch und jetzt ist jetzt nichts mehr. Truthahn, der war aber ich schon. Ich glaube, jetzt kommt der Heftige. Jetzt kommt alles. Oh, jetzt müssen wir wieder zusammensetzen, ey. Ja. Komm, wir müssen. Oh. Bei Beans and Bones beim nächsten Mal zocken, machen wir mal ein schönes Logo dafür. So als Werbung, so ein kleines einfach. Was willst du machen? Logo mache ich dafür. Ein Turbo? Als Logo. Achso, Logo. Nichts Wildes jetzt, einfach nur ein kleines Ding. Bones dann. Ah, warte, das ist wieder das Rätsel hier. Beans and Bones, ja, da habe ich auch Bock drauf. Weißt du, was zusammen machen wir da Dingen? Ah, kann ich auch alleine holen. Warte. Lass mal zurück. Du musst erstmal rüber. Dann schieben wir den rüber. Seite. So, geh mal da drauf. Ich muss auf die andere Seite. Ich schieb den dann rüber. Dann nicht hoch. Kommst du da drauf? Ist der Kohl drin, dass ich hier nicht hochkomme? Haben wir oh, ist was? Nicht großartig. Normalerweise bin ich sauber. Ja, wir gehen halt unten rum, ne? So, jetzt schieb mal rüber. So, dann. Aber dann muss ich ja trotzdem drauf. Da kannst du aber hier mit dem. So, an der Wand oder was? Nein. Aber hochziehen, oder? Hm? Kannst dich da oben. Ja. Moment. Wie kommen wir denn jetzt da oben drauf? Ja, das ist jetzt einfach nur andersrum, also. Oh, jetzt hängen wir da. Warte mal. Du entwirfst Logos? Ja, zwischendurch, ja. Mach einfach an. Felix macht abends auch. Ich mach Logos, ich mach überall, also hier die Dinger-Effekte. Pass auf, ich zeig's dir, was ich meine.
Ich schieb den jetzt hier rüber und du jumpst darauf. So. Ah ne, da bringt dir ja nichts, ne? Ich bin jetzt da oben. Du musst ja weiter, du musst ja auf die andere Seite eigentlich, um weiter hoch zu jumpen. Weißt du, ich meine? Ah, ich weiß, was du meinst, aber... Lass dich da irgendwo festhalten? Oder wir machen LB, um einen Hinweis zu erhalten. Wobei, wenn der da steht, ich da stehe, dann... Ja, aber... Das ist ja richtig, aber wenn ich jetzt rüberschiebe, fällst du erstmal runter und der geht nicht weit genug rüber, weißt du? Stimmt ja auch. Ich versuche mich im Moment auch daran, aber irgendwie zeichne ich doch lieber traditionell. Ja. Sag das mal eben ganz kurz. Den Videostream seht ihr noch alle, ne? Bitte? Den Videostream sehen sie noch alle, ja. Ja, das ist das, was hier jetzt zu sehen ist. Das Einzige ist, oben und unten sind ein... Hast du dich da hoch mit dem... Also hochseilen durch die Lücke durch? Wenn wir später die Logos da drin haben, oder das ist auch nicht schlimm, ne? Kommst du da hoch? Ne. Wenn ich da hochseilst jetzt... Mal. Ah, kommst du da durch? Komm! Ah, dicken Popo rein da, komm! Ah, hast du geschafft, oder was? Oder ist das... Na, no, du warst... Komm! Ja, das war jetzt nicht so geil, irgendwie. Wir machen, fragen wir einfach mal den Computer, was er sagt. Ja, genau. Ey, was ist denn jetzt hier? Geht den Nippel ab? Er sagt hier irgendwie was, Was denn? Hast du gemacht? Irgendwas mit... Oder kannst du da dich festhalten? Nein, ne? Der Schlüssel zu diesem Rätsel liegt dann, das Garn über die bewegliche Objekte zu schieben. Was für bewegt? Ist ja nur ein bewegliches Objekt. Wenn du auf dem Schalter oben stehst, dreht sich das Rad, sobald der Schieber. Welchem Schalter? Hast du immer weitergemacht? Den Sound mag ich. Schön zum Einschlafen. Du musst, glaube ich, erstmal wieder rauf da, André. Immer rauf. Also ich schieb den jetzt rüber und du springst da an die Wand und so weiter, ne? Oder lass mich, dann halt den mal da, wo er jetzt ist. So, warte, ein Stück zurück. So, stopp, stopp, nicht so weit. So, jetzt festhalten. So. Ja, geh mal vor. So, jetzt geh mal unten durch. Unten durch. So, ich schieb den rüber. Genau, siehst du, so funktioniert das. Jetzt gehst du oben drauf. So, und jetzt, ganz genau, guck mal. Weiß ich? Nee, komme ich nicht drauf. So, geh mal auf das rote Ding da. Wahrscheinlich. Das rote Ding? Ja, das da. So, und nu? Ah, okay. Kann ich dann über das Ding springen und, Na. Sollte das so sein? Warte mal. Okay, nee. Das haut nicht hin. Warte, er zieht dich, glaube ich, jetzt wieder hoch, oder nicht? Mal? Wie, nochmal? Mehr geht ja nicht. Was soll ich denn machen? Luft oder springen. Was? Mal springen, in die Luft springen. Mach nochmal LB.
Ja, was machst du? Warum gehst du runter? Oh, immer hoch. Beide auf dem Ding drauf sind. Lass mich runtergehen. Ich geh nochmal runter und schieb den nochmal. Geht nicht. Geh mal da runter. Geh jetzt mal oben drauf auf den roten da. Stopp. Und jetzt lass ich den zurücklaufen. Ah, okay. Ich verstehe. Okay. Mach nochmal. Geh nochmal runter da. So. Jetzt, stell dich da drauf. So, und drauf stehen bleiben. Es passiert nichts. Wenn dich aber jetzt hochziehst, dann... Ja, aber ich muss den runterschieben, damit der wieder zurückläuft, weißt du? Alter Schwede. War ganz schön heavy jetzt, das Rätsel hier. So, jetzt würde er nämlich, weißt du, ich den schiebe, spring da wieder runter, genau, spring da wieder runter. Und wenn ich jetzt den schiebe, du kannst jetzt schieben, auf das Ding drauf, dann fährt er rüber und dann kannst du hoch sein. Genau so funktioniert das. Es geht jetzt nicht weg. Doch, achso, hä? Nein. Du musst schieben. Geht nicht. Hä? Ja, so drehst du ja nix. Wenn du jetzt auf dem drauf springst, was passiert? Ah, okay, ja, nee, nee, lass auf. Spring auf das Ding drauf. So, und jetzt seilst du dich hoch. Seil dich hoch. Ein bisschen tricky hier. Bockst du... Ja, nee. Gestern. Doch, habe ich einmal gemacht. Applaus übrigens. Geil, danke. Doch, hin und wieder mache ich das. Nicht immer. Komm. Sehr selten. Warte, ich gehe. Das andere war doch hier vorne, oder nicht? Alter, du ziehst mich runter. Was ist denn das andere? Ich muss hier oben hoch, da geht's weiter. Ach so, ne, ich dachte, wir müssten da dieses Ding da wieder zusammensetzen. Das war doch ganz am Anfang, oder nicht? Nee, mach das nicht, sonst fliege ich gleich runter. Lass warte mal, ich guck mal eben. Nee, okay. Okay, dann komme ich hoch. Komm so hoch, da geht's weiter mit dem alten Holzgetriebe. Ich komm. Auch wie gesagt, normalerweise ohne Cam, aber hin und wieder auch mit Cam. Nur André wollte jetzt keine Cam. Nur wegen André jetzt. So. Ja, jetzt geht's direkt in die Fritteuse. Warte. Alter, was ist ein Rätsel hier, ey. Nu? Da zur Seite drauf, ne? Wow. Noch weiter runter oder was? Ah, guck mal. Er heißt André und du heißt Epix. Jo, genau. André oder auch bekannt als Amitak. André oder Amitak, genau. So, André, du, Amitak, du musst da unten durch. Amitak ist tot, ist platt. Amitak ist platt. Ich glaube, das steht noch nicht mal drin in der Info. Ja, ich heiße Holger. Aber das verrate ich normalerweise nicht. Frage ist jetzt... Ah, du kannst ihn damit festsetzen, guck. Ja. Oder? Dieses Zahnrad kannst... Wenn du es weiter drehst, das hat doch so eine Auskerbung, ne? Warte, ich mach mal los. Oder auch eben nicht. Keine Ahnung, warte, ich mach nochmal an. Der läuft ja noch. Ah, okay. Aber was ist denn jetzt passiert? Außer. Ah, okay. Dadurch, dass du ihn reingemacht hast, läuft er jetzt alleine.
So. Müssen den da auf die andere Seite. Das war doof. Gib ihn mal rein. Auch schön. Und jetzt? Mal da unten entlang kommen. Ach ja, wir müssen unten durch, ne? Geht aber nur von der Seite. Warte, warte, warte. Hoppala. Wir beide sind noch nicht im Teamspeak. Kann aber sein, dass da andere sind, wenn du schauen möchtest. Weil wir hier ein bisschen rumstreamen. Muss ich schieben jetzt oder was? Nee. Ah, okay. Siehst du? Siehst du, was passiert? Ab geht's durch. Alles fein. Ja, sehr gut. Warum sind da jetzt so viele Streifen? Ich dachte, wir müssten dieses Ding da wieder zusammensetzen. Weißt du nur, dass wir hier... Okay, ich versuch's. Also jetzt nur noch Rätsel, ne? Ja gut, das letzte Bild praktisch. Okay, da, okay, du musst da raufspringen, ne? Gut, treib du es mal an, bitte. So. Okay. Na super. Nochmal rüber. Kannst du noch oder doch, ne? Mitkommen. Da fährt er jetzt alleine. Er fährt alleine. Ne, fährt nicht. Okay. Na ja, gut. Er fährt ja noch eine Zeit lang alleine. Ist komm. Muss ich mich halt beeilen, ne? Jetzt musst du da rüber und den Stein da runterkippen. Fällt er alleine rein? Yes. Eieiei. Gott geschafft. Wunderschön. Affe durchgehen perfekt. Warte wieder ein bisschen. Ja, aber wie gesagt, wieder steuerungstechnisch ist das einiges ab. Achso, okay, so. Nee. Ja, okay, muss es anlassen, oder? Dann los, jetzt. Denk mal, ja, hier, oder? Ja, hast recht, das kann ich natürlich auch probieren. Der Chor. Das war eine epische Ansprache. So. Alles klar, warte, ich komme mal hoch. Ich habe das Problem, aber der geht unten. Okay. Aber dann gehe ich mal hier und dann komme ich hier hoch. Ich hier nochmal. So, jetzt aber. Und? Okay. Oh, jetzt kannst du. Eins des. Total epische Ansprache. Jupp. So, jetzt müssen wir ziehen, glaube ich. Wir haben genau die falschen oder andersrum. Ein blauer und ein roter, weißt du? Vermute ich dann schon mal, dass wir dann gleich weg vom Fenster sind, aber nee. Wir öffnen den Staudamm, glaube ich. Da. Kommen alle Bosse auf einmal, ey. Jürchen, erinnert mich auch ein bisschen an die alten... im Wasser und mit dem Hecht. ...die alten jugoslawischen Knetmasse-Figuren. Oh, weiß nicht, ob die ihn immer noch kennen, diese alten Knetmasse-Figuren aus den 70ern und frühen 80ern. Hatte irgendwas. Guck dir das. Echt mal eine schöne Grafik hier. Wow. Ja. Oh, wir können hier Turbo hüpfen. Komm. Double Jump ist angesagt.
nicht in das Feuer rein, was im Wasser liegt. Ah.